Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, es kann sein, dass ihr einen kleinen Schrecken gekriegt habt. Erstens Thumbnail, zweitens Titel. Also so schlimm ist es jetzt nun auch wieder nicht. Und keine Ahnung, warum ich hier gerade so einen Stuhl filme. Aber naja, kommen wir erstmal zu einer Sache. Und zwar... Oh, guckt mal, wie süß der kleine Mike sitzt im Nest. Ich habe keine Ahnung, also die beiden, die, also es gibt immer noch keine Eier, außer er legt jetzt gerade ein Ei, vor allem er, aber das kann wirklich nicht sein. Die sitzen die sich da einfach mal drauf und schlafen und ich weiß auch nicht wieso. Ich habe auch schon im Internet geguckt, aber ich finde nichts, also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal eine Idee habt, was es ist. Ich muss mal wieder den Käfig putzen, das merke ich ja auch wieder. Ein paar Tage wieder mal, wie immer. Und jetzt kommen wir zur anderen Sache. Guckt euch diesen Vogel an. Seht ihr das? Sie ist so verrückt. Seht euch mal den Ball an. Sie hat ein verdammtes riesiges Loch, ja, jetzt sieht man es nicht, ein riesiges Loch da reingemacht in diesen Grasball. So verrückt. Und der Junior hier, der trällert nur vor sich hin. Jetzt ist Mikey rausgekommen und... Warte, sieht man es nix? Und... Nix. Ja, also es dauert wirklich irgendwie lange, bis man meine kleinen Vögel ein Ei legen. Naja. Aber naja, Leute, die Sache ist jetzt auch geklärt. Und erstmal wollte ich mich entschuldigen, dass ich glaube, 4 Tage... kein Video kam. Es liegt daran, dass bei uns jetzt die Schule wieder beginnt. Also, und zwar Fernunterricht. Also, wir haben immer über den Computer, über den PC, Telefonate, Videokonferenzen und und dann müssen wir die genauen Schulstunden sozusagen, die wir früher auch in Normalschule halt hatten, müssen wir jetzt sozusagen auch normal so machen. Also, bin ich praktisch den ganzen Tag mit Schule beschäftigt. Und ja, es wird schwer sein, immer ein Video hochzuladen, zu drehen. Und ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, weil ich mich auch nicht so lange gemeldet habe, falls jemand die Frage stellt, also der Hof lebt noch, die Vögel auch, also kein Grund, sich Sorgen zu machen. Und ja, schaut euch mal an, wie das von draußen, von innen aussieht. Das sieht einfach nur lustig aus. Die tun sogar normaler. Seht ihr den grünen Schnabel, der sich putzt? So, okay. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema von diesem Video. Also es ist jetzt halt nicht das 200-Abo-Special geworden. Ich habe, wie gesagt, wirklich noch keine Zeit, das zu drehen. Aber jetzt demnächst, vor allem wenn Mittwoch ist, am Nachmittag habe ich ja keine Schule. Und ja. Und zwar, ich glaube, die meisten von euch kennen Hobbyhorsing, also diese Sportart. Und ich zeig's euch einfach. Und zwar, das hier ist die liebe Maus Stracciatella. Und ja, also ihr seht, es ist kein richtiges Hobbyhorse. Es ist einfach aus Papier gemacht. Ich zeig euch jetzt wieso. Und zwar wegen der Corona-Zeit und so kann man ja nicht mal in Läden gehen und sich da irgendwie Stoff oder was weiß ich was kaufen. Und dann habe ich improvisiert, oder wie man das auch immer nennt. Und ja, jetzt ist es halt einfach ein Papier-Hobbyhorse. Improvisierung halt. Ja, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich habe halt in den Ferien Langeweile. Und ja, darum habe ich da jetzt halt einfach sowas gebastelt mit meiner Schwester. Mit meiner Freundin. Und dann, ja, machen wir so draußen ein bisschen Sport so mit denen. Macht ja eigentlich ganz guten Spaß, Beschäftigung. Wie man das auch so nennt. Und ja, dann zeige ich euch einfach noch schnell, was ich so dazu gebastelt habe. Einmal habe ich hier so eine Springgerte nachgebaut. Und dann noch so eine Dressurgerte, halt wirklich einfach für das Sport, damit man ein bisschen Beschäftigung hat für über die Ferien, damit es nicht allzu langweilig wird. Dazu hier noch aus einfach im Schnüren ein Halsring. Hier sind so zwei Art Halfter und hier noch so eine Trense, also wirklich so, ja. Wie gesagt,
Wegen Corona-Zeit ist das Ganze improvisiert. Seht ihr, was ich meine? Jetzt sitzt der schon wieder da drin und schläft. Was ist das? Ich würde mich gerne über Kommentare freuen, was ihr so zum Thema Hobbyhorsing macht. Ich könnte sehr gerne Videos davon machen, wie ich mit meinem Papier-Hobbyhorse vielleicht draußen bin, im Wald. Und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und keine Sorge wegen dem ganzen Horse-Riding-Tales-Sachen. Es lebt noch, alles ist okay. Ich habe es mir jetzt auch gestern sogar auf Steam hochgeladen. Aber von Steam kommen keine Videos, weil, ja, das geht halt nicht aus ein paar Gründen. Ist jetzt aber auch egal. Und ja, also es kann sein, dass das nächste Video vielleicht sogar ein Horse-Riding-Tales-Video ist oder eben das 200-Abo-Special. So, dann sind wir auch am Ende vom Informationsvideo sozusagen gekommen. Und ja, also in ein paar Tagen kommt dann wieder etwas. Ich kann jetzt wirklich nicht versprechen, jeden Tag ein Video hochzuladen, wegen der Schule. Und ja, ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund, putz und munter, bleibt sogar zu Hause, kann ich euch empfehlen. Nicht zu oft einkaufen gehen. Ja, wegen der Corona-Zeit ist das Ganze jetzt ein bisschen schwierig, aber wir kommen da schon durch. Also ja, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!